Ahoi Finnen und Finninnen! Herzlich willkommen, liebe Tetrapackies! Herzlich willkommen zu Angespielt, My Summer Car! Ja, ich weiß nicht, viele von euch oder einige von euch dürften das Spiel vielleicht schon kennen. Und ich habe mich dazu entschlossen, es mir auch zuzulegen, weil das für 15 Euro einfach ein richtig spaßiges Teil ist. Also ich habe mir da schon ein paar Let's Plays von anderen Let's Playern mal zu angeguckt und ich war die ganze Zeit unentschlossen. Soll ich es wirklich machen? Soll ich es nicht machen? Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob es da eine Let's Play-Reihe zu geben wird, weil das Problem ist folgendes. Es ist, das Spiel ist, wie soll man es nennen? Es ist ein Finnland-Survival-Simulator. Also wir spielen einen jungen Mann in den 90ern, der über die Ferien alleine zu Hause ist, Papas altes Auto dahingesetzt bekommen hat, was natürlich total frack ist, total Fratze ist. Und er soll dieses Auto aufbauen, Motor reparieren etc. Und das braucht natürlich Geld. Dieses Geld muss er sich verdienen, indem er Holzscheite verkauft, die er zuvor hackt. Und indem er Fäkalien aus Häusern entsorgt mit einem LKW, mit dem er die Grube leer pumpt. So, ja. Genau, und da ist ein ja doch recht hoher Grad an Realismus in Anführungsstrichen mit drin. Sprich, wir müssen da, wie gesagt, den Motor selber zusammensetzen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie weit ich da mit meinen motorischen Fähigkeiten vorankomme. Wenn zum Beispiel, wie dieses Auto hier, ein Schaltwagen ist, dann muss man auch schalten. Gut, die Kupplung muss man Gott sei Dank nicht betätigen, weil sonst hätte ich überhaupt keine Chance, aber man muss schalten. Und ihr wisst ja, ich als gehandicapter Gamer spiele nur mit dem Ellenbogen und das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Dennoch wollte ich auf jeden Fall ein Angespielt machen und mal gucken, ob ich den Rest privat spiele. Oder wenn ihr sagt, ja, das ist uns egal, wir wollen dich beim Schaltern sehen. Schreibt mir das in die Kommentare. Euer Wunsch sei mir Befehl. Gut, nicht lang schnacken, hier Neff Gamme, würde ich sagen, oder? Wir machen mal Neff Gamme. Ja, achso, Last Name. Also das ist Last Name. Ja, der Last Name ist natürlich... Gamma. Und der First Name ist... Tetra. Das ist ein typisch finnischer Name. Tetra Gamma. Wusstet ihr nicht? Ich bis jetzt auch noch nicht. Okay, begin. Bitte. Aha. Die Fanfaren erklingen für uns, jawohl. Das ist doch herrlich. Hier im finnischen Hinterland. Ja. Ach, das sind dann wohl wir. Wir waren eine typisch finnische Autogeburt. Ja. Natürlich. Suomi, Finnland, 1976. Tetra wurde geboren. Juhu! Was ist es? Ein Gamma! Geht das hier auf, hallo? Aha. Now loading. Er lädt jetzt das Jahr 19... Boah, Gott, danke. 1995. Meine Ohren sind gerade explodiert. Ich hätte das vielleicht doch vorher testen sollen. Was? Ja, die Moskitos rennen schon. Genau, wie ihr da oben seht. Urine, Hunger, Thirst, Fatigue, Dirtiness. Also, wir haben diese Balken. Urin heißt natürlich Pinkeli-Dinkel, ne? Dass wir pinkeln müssen. Hunger, Essen, ne? Thirst ist der Durst, trinken müssen wir auch. Fatigue ist die Müdigkeit, also wenn die oben ist, ne? Müssen wir schlafen. Und Dirtiness, ja,
We are so dirty. Wir sind halt schmutzig, ja. Dagegen, was macht man, wenn man schmutzig ist in Finnland? Na, wer weiß es? Richtig, man nimmt eine Sauna. Wir gehen nicht unter die Dusche, sondern wir gehen in die Sauna. Okay, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal hier, wo da gerade schon mal so ein Kasten Bier steht. Beginnen wir den Tag, wie sich das gehört. Jo, Mahlzeit. Ah, was haben wir hier? Sei nicht faul. Reparier Papas altes Auto. Onkel Blue. Onkel Blaus Van. Kannst du dir ausleihen. Trinke keinen Alkohol. Wir. Ich will das nochmal lesen. Hallo. Wir kommen zurück, wenn uns langweilig wird. Mom und Dad. Ja, nee, hoffentlich wird ihm so schnell nicht langweilig. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Das ist unser kleines schickes Häuschen. Ja. Ja, und da sehen wir auch schon Daddys altes Auto. Und wie wir sehen, gibt es da ganz schön viel zu tun. Aber ja. Aha, hier sitzen die Einzelteile alle. Oh Mann. Und wir haben 3000, ja, keine Ahnung. Was hatten die denn damals? Finnische Kronen? Aha, Farben haben wir auch. Armaturenbrett. Auweia, auweia, auweia. Mhm. Moment, da fällt mir gerade ein, es soll doch eigentlich jetzt auch ein Moped geben. Oder ist das nicht von vornherein? Sonst habe ich immer bei den anderen ein Moped gesehen, das lehnte hier an die Hauswand. Wieso habe ich keins? Ach da, ahaha. Genau, so ein kleines Moped haben wir auch. Ja, wir können übrigens auch sterben. Und apropos, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich... Es gibt eine Funktion, die nennt sich Permanent Death. Permanenter Tod. Dann bist du wirklich tot, wenn du tot bist. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich würde gucken, ich würde sagen, wir probieren mal, ob wir ich würde gerne hier einsteigen. Genau. Ob wir klarkommen. Mit der Steuerung des Autos. Wo war hier nochmal der Zündschlüssel? Ja, komm. Hey! Was ist das? Irgendwas zu bedienen hier? Nee, ne? Ich müsste nochmal gerade schauen. Ich glaube, die hatte ich mir schon mal eingestellt. Ja. Na, ich will zurück. Ah, da. Achso, die Handbremse wahrscheinlich. Ja. Wieso bedient er sie nicht? Hallo? Aha, jetzt. Oh, weia. Machst du wohl... So, die Tür zu. Ja, wie wir sehen... Ach du heilige Scheiße.
Wir fahren auf jeden Fall schon mal. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Nein. Nein. Keinen Unfall bauen, bitte. Ich würde sagen, als erstes fahren wir mal in die Stadt. Und da kaufen wir ein bisschen ein. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Oi oi oi. Ich würde sagen, da haben wir Glück gehabt. Weil, ich weiß nämlich nicht, man kann wohl das Auto, wenn es auf der Seite liegt, wieder umschubsen, indem man an den Reifen irgendwie zieht oder drückt. Aber ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht probiert. Hoffentlich kommt kein Zug. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert und ich weiß auch nicht, ob ich das hinkriegen würde. So, mal einmal runterschalten. Ja, das funktioniert ja bis jetzt besser als erwartet. Oh oh. Young male dead in a car crash. Junger Mann stirbt bei Autounfall. Ja, nee. Ja. Ja, und offensichtlich habe ich permanent death on. Gut. Gut, 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 gut. Was? Wheel Force Feedback? So. Richtig, Permanent Death. Das habe ich vorhin übersehen. Ja, ich würde sagen, da haben wir direkt schon mal Lehrgeld bezahlt. Jetzt wisst ihr auch, wie man in My Summer Car sterben kann. Und ich weiß, wie laut das Spiel ist. Ich habe gerade, ich glaube, einen Tinnitus. So, Permanent Death machen wir erstmal aus. Na, war ja. Nö, das Lehrgeld bezahlen musste, glaube ich, jeder schon in My Summer Car. Und ich habe leider... Oh. Ghana. Nee, nix Ghana. Ghaner. Ich bin kein Ghaner. Ganja hätte ich auch sagen können, oder? Also, nochmal das Ganze. No, permanent Death aus. Gut. Ja gut, ich meine, das können wir ja jetzt eigentlich, können wir das überspringen? Ja, können wir. So, hehe. Ja, da wären wir dann also schon wieder in unserem neuen Zuhause. Hm. Mann, oh Mann. Ich würde sagen, den nehmen wir mal direkt mit. Ja. Stell dich nicht so an. Ja. Oh, mitnehmen. Hallo?
Wieso kann ich ihn jetzt nicht? So. Ja, wirf ihn mal weg. Genau das war der Plan. Kollege. Achso. Kann ich direkt mal gucken, ob mein Auto-Hotkey hier auch funktioniert? Ja, sehr schön. Das funktioniert. Wunderbar. Denn den wollte ich... Moment. Ja, komm, schmeißen wir den erstmal hier rein. Zack. Oh. Wollte gerade sagen. Habe ich den dann noch dummerweise aufgemacht? My Summer Physics. Ja. Da hat die Physik. Hallo? Uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich will doch nur da einsteigen. Ist es denn die Möglichkeit? So. Wunderbar. Sehr schön. Enter Driving Mode. Das haben wir vorhin auch schon mal. Oh. So. Ja komm, Chaka, du schaffst das. Jawohl. Weit wollte ich jetzt gar nicht fahren. Sondern... Genau, nur hier hoch. Hier steht nämlich... Der berühmte LKW, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Dieser jene. Dieser jene, welche für die Fäkalien zuständig ist, jawohl. Und wir haben hier noch einen Anhänger und einen Traktor stehen. Und hier rechts in der Scheune, da ist das Holz, das wir hacken können und dann den Anhänger damit füllen. Genau. So, aber ich wollte eigentlich den LKW nehmen, um damit in die Stadt zu fahren, weil ich glaube, das ist sicherer. Ich will ja nicht schon wieder direkt sterben. Und, ach, na toll, genau die falsche Seite. Oder reicht es, wenn ich hier aufmache? Wieso macht er den? Okay. Aha. Nein! Ja, das habe ich... Offensichtlich auch noch nicht raus. Gut, wir sind faul. Nehmen wir doch die Seitentür. Ja. Ich hätte gerne. Genau. Den Kasten Bier mitgenommen. Sehr schön. Oh, passt.
Hoffe ich. So. Hoppala. Ja, der wunderprächtige LKW, wa? Das ist das Modell, Finnisch Kaka, glaube ich. Nee. Nee. Wo haben wir hier die Zündung? Hydraulikpumpe. Hier, komm. Du dahin. Ja. Wie kann ich mich nochmal zu... Ah, da. Nee, das waren die Lichter. Da. Oh, weia. Sehr schön. Ist das normal, dass er so Geräusche macht? Oh weia. Ist wahrscheinlich der Begrenzer. Gut, er ist jetzt nicht gerade der schnellste, aber das trägt natürlich auch unserer Sicherheit bei. Und ich glaube, den Weg in die Stadt, den schneide ich dann mal ein bisschen. So, da wären wir also in der Stadt. Wer hätte das gedacht? Hat nur eine gefühlte halbe Ewigkeit gedauert. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, direkt mal was gegen, genau, gegen unseren Durst unternehmen. Ugh.
Mahlzeit. So. Ja, das hier ist das wunderschöne finnische Dörfchen. Das hier ist unser bester Kumpel. Ei vittu, pitiks onkin nyt vittu tulla tähän haisemaan vittu? Ihan tarpeeksi toi jokki haisee ihan kuselle, niin vittu nyt täällä haisee kusia paskasatana sekasin. No niin, kiitos sulle vittu. No hei vittu, miten se tää paskaa jo? Eihän toi oo vittu mitään, tuu tähän satana saa jokken paskahuusit ihan tarpeeksi. Juo sinäkin kurjala. What's that piss you're drinking? Ich trinke Bier. Oh mein Gott. Wow. Ja, wir sollten besser mal verschwinden. Er ist offensichtlich sehr angepisst, der Mr. Wupp Wupp. Vollidiot. So, und hier ist der Laden. Jetzt sah nicht der zu. Nein. Tervetuloa te, kun sinäkö se vaan olitkin. Ja, moin, ich bin's, genau. Tag auch. So, zwei Tipps. Mein Gott. Der dreht aber völlig am Rad. Das. Er will gleich schließen. Ja, ja, ich. Das ist Sprit für. Sprit für das Moped. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Da brauchen wir, glaube ich, drei von. Das brauchen wir auch. Moskitospray sollten wir mal mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, komm. Nehmen wir schon mal. Wir wollen nämlich Zuckerwein herstellen. Das zeige ich euch dann nachher auch noch oder später mal. Oder ich weiß nicht. Wie gesagt, ihr müsst mal gucken, wie ihr dazu steht. Wollt ihr Let's Play davon sehen oder nicht? So, was haben wir hier noch? Orangensaft. Pizza kann man immer gebrauchen. Ja, wunderbar. So. Boah, wie bitte? 1126 Mark. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist ja fast billig. Kiitoksia ja tervetuloa uudelle. Ja, bitte, bitte. Oh weia, oh weia. Tüte schon mal da drin. Nee, 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 nee. Ja, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass wir müssen jetzt quasi. Wir müssen jetzt quasi jedes Dings hier einzeln aufheben. Und rübertragen. Ich fahre gleich besser mal den LKW ran. Oder wir lassen das erst nochmal stehen, weil wichtig ist mir erstmal nur das. Der Sprit. Hoppala. So. Apropos Sprit. Bin mir gerade nicht sicher, ob unser Truck nicht auch wohl eventuell noch ein bisschen Diesel nötig hätte. Und dafür muss man, soweit ich weiß. Hallo? Genau. So. Das Ding erstmal aufmachen. Wie ich schon sagte, das ist alles, ne? Hier ist Diesel, gut. Ja. Ja, das habe ich mir gedacht, dass
der ordentlich leer ist. Na gut, und das Ganze, das dauert nämlich auch eine Ewigkeit. Ich mach das jetzt und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Ja, ist es denn zu fassen? Nach, nach nunmehr 234 Stunden, wie wir sehen, die Sonne steht schon ganz tief, so lange stand ich hier am Tanken. Hallo, ich würde das gerne zurück. So lange stand ich jetzt hier zu tanken, quasi bis zum Ende des Tages. Und wie ihr seht, Hunger haben wir auch. Es ist alle nicht so einfach bei My Summer Car, wie ich schon sagte. Und deswegen weiß ich auch nicht gut, dass, das kann man bestimmt alles machen im Let's Play, aber ich bin mir da wahrscheinlich deshalb unsicher, weil ich vermutlich noch länger brauche als, als ein ganz gewöhnlicher Let's Player, nicht wahr? So. Deckel wieder drauf machen, ganz wichtig, weil sonst verlieren wir Sprit. Wo zahle ich denn jetzt meinen Sprit? Weil genau, ihr hört die Musik, ich weiß nicht, ob ihr sie hört, ich höre sie auf jeden Fall, und zwar ist hier nebendran ein Pub. Und da drin befindet sich jetzt der gute junge Mann von dem Bütsch, von dem Laden. Ja, Kollegen, guten Tag. Okay, osta yhden kalja, niin sua ostaa seuraava samaa hintaa. Oh, sie haben heute ein Angebot. Wenn ich ein Bier kaufe, dann kann ich sogar noch eins kaufen. Ja. Aber wir nehmen erstmal ein Würstchen. Denn so wie es aussieht, haben wir ja auch Hunger. Sausage Whisper, das ist ein Würstchen mit Fritten. Ja. Lecker. Das war gut. Köstlich. So, dann nehmen wir doch noch Kaffee. Nee, komm, hier. Ei ole kyllä minun mielestä ennen mitään tolokkuota sen jo nousta. Joo. Hier auf euch Jungs, ne? Alles Gute und so. Bitte schön, kannst behalten. Kato, poika. Vodka noch. Näkö ne pohjat on kaiva? Klein Vodka schadet nicht. Wunderbar. Und dann vielleicht noch. Oh. Wird schwanken doch. Ja, besoffen kann man auch werden. Oh, weia. Gut, das geht jetzt noch. Aha. Aber selbst jetzt habe ich schon Probleme, den Kaffee zu greifen. Mein Sprit, den zahle ich dann morgen, oder? Na gut, Kollege. Na gut, ne, dann was machen wir dazu? Ja, hier das wunderschön idyllische finnische Dörfchen. Oh weia. Oh weia, oh weia. Das war keine gute Idee. Mit dem Wodka, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere, ist
hinter diesem Häuschen. Irgendwo war doch hier ein Plumpsklo, aber wo? Da. Diese dienen nämlich gleichzeitig automatisch zum Speichern. Oh, ach so, nein. Ja. Eigentlich wollte ich noch gar nicht zurück ins Menü. So, ja, da sind wir wieder. Eigentlich wollte ich ja gar nicht speichern. Das Ding, was jetzt passiert ist, was bei My Summer Car immer passiert, ist folgendes. Wenn wir jetzt zu unserem LKW gehen, wenn wir jetzt zu unserem LKW gehen, dann sehen wir gleich folgendes. Ja, und zwar, dass alle Klamotten wild verteilt hier drin rumliegen. Hallo? Ich möchte gerne einsteigen, ja, danke. Ja, das haben wir jetzt davon. Weil wir gespeichert haben, fliegt hier alles rum. Oh. Und ich darf dann gleich aufräumen. Das ist natürlich... Ist natürlich auch nicht ganz so prickelnd. Naja. Sind wir wohl selber schuld, ne? Hätten wir ja nicht machen müssen. Obwohl, bevor wir den Driving-Modus... Fällt mir gerade auf. Wir sollten da noch eine Kleinigkeit erledigen, bevor wir uns auf den Weg machen. Genau, das wollte ich noch erledigen. Ich musste die Einstellung gerade noch mal ein bisschen ändern. Und so pinkeln wir hier lustig herum. Oh, weia. Ja, Dröpfchen für Dröpfchen, echte Qualität. Okay, ich würde sagen, ich fahre da noch mal kurz nach Hause und wir sehen uns da dann noch mal, ne? Bis gleich. So, ja, damit wären wir auf jeden Fall schon mal zu Hause. K.
keine Sekunde zu früh. Denn, ja. Zum einen sind wir durstig, aber wo ist denn... Na. Ja gut. Milch ist auch gut, weil Milch hilft nicht nur gegen Durst, sondern auch ein wenig gegen den Hunger. Ja. Home sweet home, wir sind wieder da. Wo sind denn die Lichtschalter hier? Da, ich habe einen gefunden. Sehr gut. Dann ist doch hier bestimmt auch irgendwo ein Lichtschalter da. Jawohl. Okay. Ja, so ein Würstchen am Abend, tät ich sagen, ist auch nicht das Verkehrteste. Und was trinken. Ups. Ups, ja, das klappt ja schon mal großartig. Aha, Kopf in die Wand stecken. Okay, dann geht's. So. Gut, sind wir zu Hause angekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen, bevor wir an Übermüdung sterben. Halt. Vorher ziehen wir den Stecker vom Telefon. Denn ansonsten wird man hier auch ganz gerne mal vom Telefon geweckt. So. Gute Morgen. Jawohl. Oh, schlaftrunken stapfen wir hier durch die Gegend und ich würde sagen, hupala, verrichten erstmal unser morgendliches Geschäft. Ja, es dauert und dauert. Ja. Dröpfchen für Dröpfchen. Okay, komm, wir gehen schon mal los. Während wir noch so ein bisschen nachtropfen, ist ja nicht schlimm. Mama und Papa sind eh nicht zu Hause. Gucken. Was läuft mit einer Glotze eigentlich? Oh ja. Ein startender Topless Gun. Natürlich, was auch sonst. Das ist die Finnen. Ups, ich stehe glaube ich irgendwie. Ja. Ja, gehen wir nochmal raus. Also, ne, wie ihr seht hier, das komplett gestrippte Auto. Und hier die Einzelteile des Motors. Beziehungsweise, nee, das ist das Fahrwerk. Und Teile des Chassis. Alter. Der Motor ist da hinten. Beziehungsweise die Einzelteile des Motors. Zylinderkopfdichtung. Der Keilriemen. Drosselklappen, ja. Vergaser. Ja, alles in Einzelteilen. Keine Ahnung, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust darauf habt, mich beim Zusammenbau des Autos zu erleben. Ob ihr dieses Versagen und
wahrscheinlich tausendfache Fluchen ertragen könnt oder nicht. Und wenn ja, dann machen wir das. Wenn nicht, dann wusel ich hier einfach für mich so ein bisschen rum. Gut, das war's dann für diese Folge angespielt und würde mich sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über jedes Like, über jeden Kommentar, über jeden Abo, selbstverständlich auch über jedes Dislike. Teilt mir mit, was ihr von den Videos haltet. Nur so kann man besser werden, nicht wahr? Alles klar, Leute, danke fürs Zuschauen und da bleibt mir nur noch zu sagen, habt eine geile Zeit, haltet die Ohren steif. Euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute!